Im nächsten Beitrag geht es um den Anhängerbau der Firma Hummer in Gunskirchen mit einigen Filialen in Österreich. Wir sind heute hier unterwegs mit einem Mercedes G der Firma Pappas und dem Jägermeister Rohrer und testen solche Anhänger und auch den Mercedes G hier in der Nähe von Gunskirchen. Herr Rohrer, wir sind hier in Ihrem Jagdrevier, gleich in der Nähe Ihres Betriebs, da in der Nähe von Gunskirchen, mit einem Mercedes G der Firma Silbergasser Pappas. Sie haben auch hinten einen Anhänger von der Firma Hummer. Wie zufrieden sind Sie mit dem Gespann? Ja, mit dem Gespann ist super. Das ist einer der letzten G von Firma Pappas gekauft. Sie übersieht von der Firma Silbergasser. Und die Anhänger Hummer sind perfekt, was ich im Jagdeinsatz zum Bergen von Wild, zum Futter ausfahren, also mit dem Auto, mit dem Hänger, bin ich voll versorgt. Da geht es ab und zu in die Prärie oder ins Gebirge. Hält der Anhänger das aus? Ja, der Hänger hält das aber aus. Also das ist gar überhaupt kein Thema. Also wir haben wirklich schon schwere Einsätze dabei gehabt. Ich habe auch Jagdmöglichkeit im Gebirge mit Futtereinsatz, auch Rotwild. Wir haben einen Freund von mir einen gewaltigen Hirsch geschossen. Am Hummeranhänger hat er Platz gehabt. Wir haben den Oberbruch vom Berg ohne Probleme. Sie sind nicht nur Jäger, sogar Jägermeister, sondern haben auch einen zivilen Beruf. Sie sind Bäckermeister, verwenden Sie auch in der Jägerei, aber auch im Betrieb Hummeranhänger. Wir haben einen Tiefkühlanhänger, wo wir auch unsere Tiefkühlgebäcke verführen an die Gastronomie, die wir auch leihweise stehen lassen können. Und wir haben einen Verkaufsanhänger, wo wir für Events und solche Sachen den auch herleihen oder selber hinstellen. Wir stehen am Gmunden am Markt, in Vöcklerbruck, in Atnang-Buchheim und in Ebensee. Herr Hirschvogel, eine Unzahl von Anhängern steht hier. Wie viele Anhänger haben Sie hier stehen und wie viele Filialen haben Sie in ganz Österreich? Also wir haben hier am Standort in Lindach ca. 150 Anhänger immer ausgestellt und wir betreiben 6 Niederlassungen in ganz Österreich. Welche Anhänger bauen Sie an? Was ist Ihre Hauptzielgruppe bzw. was verkaufen Sie am meisten? Also wir haben für eigentlich alle Anhänger im Programm, genauso für Privatpersonen, ganz normale Allzweckanhänger bis hin zum Gewerbeanhänger für Baufirmen, Elektriker, Installateur, komplette Bandbreite. Und wir haben auch Tieflader für 30 Tonnen für die ganze Bauwirtschaft im Programm. Und eine Sparte ist auch Verkaufsfahrzeuge für Bäcker, Fleischer, Landwirte, Marktfahrer. Auch Einsatzkräfte sieht man bei Feuerwehren. Gibt es Anhänger? Sind das spezielle Anhänger für Löscheinrichtungen? Wir haben auch für Feuerwehren schon sehr viele Anhänger bauen dürfen. Das sind meistens dann spezielle Anforderungen, die wir umsetzen können, weil wir in Gunskirchen bei Wels einfach eigene Produktion haben und hier auf Kundenwünsche eingehen können. Arbeitsplatzsicherung ist sehr wichtig. Sie sind ein kleines Unternehmen, aber ein feines Unternehmen. Wie viele Leute beschäftigen Sie? Wir sind immer rund 30 Personen, sind bei uns bei der Firma Hummer angestellt. Sind Sie gut durch die Krise gekommen? Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin seit 1994 bei uns im Unternehmen, habe letztes Jahr mein bestes Jahr gehabt vom Verkauf und heuer ist nur mehr ein Stückchen besser als letztes Jahr. Also Corona hat uns nicht wirklich schlechter. Im Hintergrund sieht man auch eine Plakatwand, Hummer, Mehrwertpaket. Was ist ein Mehrwertpaket? Wir sind nicht nur ein klassischer Anhängerbauer, sondern wir wollen auch über den Tellerrand schauen. Das heißt, das ganze Service rund um den Anhänger, von Reparaturen, Ersatzteilversorgung, auch Verleihanhänger, wenn man Not am Mann ist. Wir wollen da einfach zusammenhelfen und für die Kunden natürlich da sein. Kann man sagen, dass Sie auch in der Erzeugung ein gutes, engagiertes Team haben? Das kann man nur bestätigen, jawohl, es ist so. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, so wie mich, die schon sehr, sehr lange im Unternehmen sind. Das zeigt natürlich auch von einem super Betriebsklima. Das heißt, Sie sind selbst ein Anhänger vom Chef? Genau so ist es, ja.